Das Go-Team und ich sind heute zu Gast bei den Jungs von Dodge, denn die bauen einen Z4 um zu einem PS-Monster. Am Ende soll er dann haben 900 PS. Ja, sowas gibt es dann eigentlich nur mehr in der Hyper- und Supersportliga zu kaufen. Wer es ein bisschen ruhiger angehen möchte, aber noch richtig die Sau fliegen lassen möchte, ja, der kann zu einem Audi TT RS greifen. So wie mein Kollege Ronny Rockenbauer. Denn der hat den TT RS geschnappt und ihn über die Hochalpenstraße am Großglockner geprügelt. Es passiert wahrlich nicht alle Tage, dass Ronny Rockenbauer verstummt und nach Worten ringen muss. Doch genau so ist es geschehen. Der Auslöser dafür ist der neue Audi TT RS. Dabei hat alles so friedlich angefangen. Ja, die Symbiose zwischen atemberaubendem Design und atemberaubender Technik, das macht den Charakter des TT RS aus und so besonders. Von außen gibt es nichts zu meckern, da ist einfach jeder Quadratmillimeter in Bewegung. Aber richtig spannend wird es, wenn man sich reinsetzt, den Startknopf drückt, das tiefe Brummeln des Fünfzylindermotors inhaliert, den Gang einlegt und die 400 PS aktiviert. Dann geht richtig die Post ab. Na dann, lieber Ronny, walte deines Amtes und fühl dem Audi TT RS auf den Zahn. So, los geht's. Der völlig neu entwickelte 5-Zylinder Turbo FSI Motor, also ein Benzindirekteinspritzer, der sorgt ja für Fahrleistungen, die sogar noch das Äußerl schneller sind als der RS5 und der ist... Wow, bist du... Der Bot. Ja, damit hat er wohl offensichtlich auch nicht gerechnet. Denn beim TT RS gelten reguläre Maßstäbe einfach nicht. Das muss man selbst als Profi erstmal einordnen können. Audi stellt mit dem RS-Modell des TT die absolute Speerspitze im TT-Modellprogramm. Wo der TTS schon schnell ist, ist der TT RS einfach nur brutal und unbarmherzig. Da für unsere Dreharbeiten extra die Glockner Hochalpenstraße gesperrt wurde, kann Ronny es so richtig krachen lassen. Sofern er sich schon wieder beruhigt hat. So, und jetzt schauen wir mal, was da abgeht. Bei jedem Schaltwechsel gibt es einem den Tritt in den Hintern. Das ist Wahnsinn. Diesen Tritt verabreichen 400 PS aus einem 2,5 Liter Fünfzylindermotor. Dabei kann man sich nahezu über das ganze Drehzahlband auf 480 Newtonmeter verlassen. Geschaltet wird mittels einer 7-Gang S-Tronic. Damit dabei nicht permanent die Traktion ausgeht, setzt man im TT RS auf einen Quattro-Allradantrieb, der die Antriebskräfte frei zwischen den Achsen verteilen kann. Hier trifft Fahrspaß auf Grip. Ja. 3,7 Sekunden 0,100 und genau so geht das weiter bis 280 und dann ist Schluss. Sollte auch reichen eigentlich. Obwohl man charakterlich schon recht stark sein muss, um das so an 365 Tagen im Jahr auch ordentlich zu bewegen. Damit einem die Fuhre nicht davon galoppiert, wurde der Innenraum des Audi TT RS den gesteigerten Anforderungen angepasst. Sportsitze, die kräftig zupacken, ein Lenkrad, das dank Alcantara auch bei schwitzigen Händen Haftung garantiert und natürlich ein Active Info Display im Armaturenbrett, das alle Informationen bereitstellt. Klar, der Audi TT RS ist ein echter Sportwagen. Kein weichgespültes Wischiwaschi-Mobil. Charakterstark im Auftritt, für Menschen mit Charakterstärke. Trotzdem lässt er sich auch mühelos zivil bewegen. Seine Alltagstauglichkeit ist nämlich überraschend groß, selbst wenn er sich bei Vollgasorgien wesentlich wohler fühlt. Der TT RS ist ein Auto, das einem nahezu sprachlos zurücklässt. Deswegen fällt Ronnys Fazit ausnahmsweise besonders kurz aus. Wenn man den neuen Audi TT RS mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, dann wäre es wohl atemberaubend. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben.
Hinter mir auf der Hebebühne steht ein Z4 Coupé, aber unter der Motorhaube steckt ein potenter Toyota Supra Motor. Ganz original ist der nicht mehr, weil der soll in der Endstufe 900 PS haben, aber der Motor im Supra selbst, so einen suche ich mir jetzt, und zwar mit der Willhaben-App. Also ich habe schon mal was vorbereitet, denn es sind sowieso nur drei Modelle zurzeit am Markt, und zwar einen 1998er Mark IV mit einem 3 Liter Biturbomotor, 245 kW, Heckantrieb, Automatik, 100% unverbastelt, also original. Das Fahrzeug kennt man aus der Fast and Furious Reihe. Das Interior ist, wie das heute so war in den 90ern, sehr schräg gemustert und auch sehr bunt. 20.250 Euro werden dafür aufgerufen. Für Liebhaber von solchen Fahrzeugen würde ich sagen, schnell zuschlagen, denn der wird auch nicht mehr lange am Markt bleiben um diesen Preis. Und gefunden habe ich ihn mit der Willhaben-App. Wir haben eine kleine Miniserie für Sie produziert. Sie handelt davon, dass Niki Lauda mit Comedian Alex Christian in einem AMG GTC ein paar Runden um den Wiener Ring dreht. Und dabei gibt Niki Nationale ungewohnt tiefe Einblicke in seine Seele. Aber sehen Sie selbst. Servus. Kommt es eigentlich oft vor, dass wenn dich Autofahrer erkennen, dass sie dich irgendwie... Morgen, Lauda! Morgen! Irgendwie fordern zu einem kleinen Straßenharzerl oder so? Ja, das gibt es. Und da mache ich natürlich sofort mit. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja. Also jede Aufforderung, die ich hier bekomme, der folge ich sofort. Ich weiß, dass es nicht immer ganz korrekt ist, aber... Was sagst du eigentlich, wenn der Max oder die Mia mal sagt, Papa, ich möchte Autorennen fahren? Ja, diese Gefahr ist ja da. Die Birgit redet ja schon öfter drüber. Ich soll mit in den Go-Kart fahren gehen, was ich auch schon gemacht habe. Aber die Kinder sollen das selber entscheiden. Also ich bin kein Drängler, wie so Eislaufväter, dass man die Kinder dazu zwingen soll. Okay. Wenn er selber es wirklich will, aus seinem Innersten heraus, ich war schon ein paar Mal mit in den Go-Kart fahren, mit Max und mir. Da war kurz einmal die Mia schneller wie der Max, da habe ich auch geschaut. Dann ist der Max wieder schneller geworden. Also sie zeigen, würde ich einmal sagen, wenig Interesse, ja. Was ich einmal grundsätzlich vernünftig finde. Okay. So, jetzt fahren wir zurück. Powered by Remus Sport Exhaust. Für heute war es das auch schon wieder mit Go, das Motormagazin. Wer von uns aber nicht genug bekommen kann, ja, dem empfehle ich unseren Facebook-Account. Da sind wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche für euch erreichbar, sowie auch Instagram und YouTube. Da findet man web-exklusiven Content. Von meiner Seite war es das jetzt aber auch schon wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir melden uns aus Südfrankreich mit dem Opel Insignia GSI. Und wir grüßen aus den Bergen Österreichs am Steuer des Seat Ateca FR. Also unbedingt einschalten. Go, das Motormagazin. Powered by Turmöl. Tankbare Preise.